Rum, rum. Findest du es höflich, mit dem Auto auf den Tisch zu spielen? Danke, Caillou. Oh, wie lecker. Danke, Mami. Und Ihnen auch vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Oh, seht mal, ein Minischirm. Darf ich ihn behalten? Aber natürlich darfst du das. Müsst ihr so... Ich darf's euch nicht verraten. Papi! Ist gut, ich verrat's euch. Auf der Picknickdecke. Zeit zum Essen. Okay. Juhu! Juhu. Flatterling, Flatterling, Flatterling! Hallo, Mami. Wir haben wie die Affen am Gerüst geschaukelt. Naja, ich schätze, dann habe ich genau das Richtige für zwei kleine Affen. Das klingt ja wie zur Futterzeit im Zoo. Jetzt sag, Papi. Was soll ich sagen? Bitte. Sag uns, was wir machen müssen, um groß und stark zu werden. Also, um groß und stark zu werden, müsst ihr... Einen Augenblick? Ihr wisst es ja schon. Los, wer hat's verraten, Caillou? Keine Ahnung. Sag's uns. Um groß und stark zu werden, müsst ihr gesunde Sachen essen, wie Gemüse und frische Früchte und belegte Brote. Und ihr müsst gesunde Sachen trinken, wie Milch und Saft. Papi, das habe ich doch schon längst gewusst. Außerdem hilft es, nachts ganz viel zu schlafen und sich tagsüber sehr viel zu bewegen. Was mit anderen Worten heißt, ganz viel spielen. Dann ist es ja super leicht, stark zu werden. Das alles mache ich am liebsten. Ich auch. Ich werde ganz, ganz, ganz stark werden. Das ist sein Sohn dort drüben. Frag ihn doch, ob er mit dir spielen will. Hallo, ich bin Caillou. Ich bin Frankie. Willst du mithelfen? Caillou war sehr stolz, dass er helfen durfte. Er fühlte sich wie ein echter Baumeister. Caillou? Caillou? Ich glaube, wir haben genug Beton im Moment. Vielen Dank für die harte Arbeit. Wird das Haus, das wir hier gerade bauen, wirklich eures? Ja, wir wohnen im Augenblick in einer Wohnung, aber wenn das Haus fertig gebaut ist, bekomme ich mein eigenes Zimmer. Soll ich es dir zeigen? Papi, darf ich mir Frankies neues Zimmer ansehen, bitte? Klar, aber ich begleite euch. Und gebt gut Acht, vergesst das nicht. Hier ist es! Mein Zimmer! Hurra! Es ist riesig! Und hier kommt später mein Fenster hin. Von da kann ich die ganze Straße beobachten. Frankie, ich bin sicher, das wird ein großartiges Zimmer. Mami ist da! Wisst ihr, was das heißt, Jungs? Mittagspause! Mittagspause. Danke! Ah, die mag ich am liebsten. Ich auch. Soll er euch einen super Trick vorführen? Ja, ja, bitte. Sparky, sag was. Braver Junge. Möchtest du dir vielleicht als Erster das Feuerwehrauto ansehen? Darf Caillou mitkommen? Klar. Hurra! Da ist doch Platz für zwei. Der ist zu groß.
Tatütata, tatütata. Möchtet ihr mal die Sirene anmachen? Ja, gern. Gut, dann müsst ihr euch aber in Acht nehmen, denn diese Sirene ist sehr, sehr laut. Wenn sie ertönt, wissen alle Autofahrer, dass sie sofort zur Seite fahren und die Feuerwehr vorbeilassen müssen. Fertig? Los, nochmal, Caillou! Jetzt ist Leo dran. Ja! Feuerwehrmann. Also, wir wären sehr glücklich, jemanden wie dich in unserer Mannschaft zu haben. Dankeschön. Wer will als Nächster rein? Das bedeutet dieser Befehl. Wird Rosi etwa müde? Was macht er da? Der klettert nach oben, um die Segel festzumachen. Oh, da darf man aber keine Angst haben, wenn man so hoch klettert. Kann man wohl sagen. Diese Seeleute waren alle ganz schön mutige Kerle. Was meinst du, Rosi? Ich werde sie mal schnell ins Bettchen bringen. Ich bin gleich wieder da. Caillou mochte keinen Donner. Er wusste zwar, dass man keine Angst zu haben brauchte, aber wenn es sehr laut donnerte, fürchtete er sich doch ein bisschen. Da dachte Caillou an den mutigen Kapitän auf dem Schiff, der bestimmt keine Angst vor dem Donner hatte. Sich ein Sturm zusammenbraut. Alle Mann an Deck, los! Ei, ei, Captain Caillou! Presst die Segel! Ei, ei, Captain Caillou! Alle Mann Luken dicht machen! Ei, ei, Captain Caillou! Juhu! Guter Schuss, Caillou. Am Nachmittag konnte Caillou es nicht erwarten, aufs Eis zu kommen. Er wusste, er war jetzt so weit, um mit den großen Kindern zu spielen. Geh es schön langsam an. Und vergiss nicht, Eishockey spielen ist nicht leicht. Hey, Caillou! Ja, oh, oh! Papi hatte recht. Es war schwerer, als Caillou es sich vorgestellt hatte. Die sind ganz schön gut, nicht? Ich bin nicht gut genug. Und ich habe jetzt keine Lust mehr zu spielen. Hey, Caillou! Caillou ging sehr gern rüber zu Leo nach Hause, weil der eine eigene Eisbahn im Garten hatte. Oh! Los, schieß ihn zu mir! Caillou war froh, mit seinem besten Freund zu üben. Er wusste, sie würden immer besser werden.
brauchst eine Schnur, damit du dir die Trommel umhängen kannst. Danke, Miss Martin. Jetzt fühlte sich Caillou wie ein richtiger Marschkapellentrommler. Na, gefallen euch allen die Hüte? Ja, danke, Emma. Bevor ihr mit Spielen anfangt, muss Emma noch schnell etwas erledigen. Also gut, Caillou, dann fangt an. Halt! Stopp! Caillou gefiel diese Musik überhaupt nicht, die die Kapelle spielte. Vielleicht würde es besser klingen, wenn sie alles langsamer machen würden. Bevor wir losmarschieren, zähle ich wieder bis vier. Eins, zwei, drei, vier! Eine tolle Idee, Kinder. Und wenn wir noch ein Tischtuch auf den Tisch legen, sieht niemand, dass sich Rosie dort unten versteckt hat. Ich hole schnell eins. Abracadabra! Los, Rosie, versteck dich jetzt unter dem Tisch. Nein, Rosie, du musst dann sofort unter den Tisch krabbeln. Hier, pass mal auf. Abracadabra! Caillou, Kuckuck! So, die passt doch perfekt. Was ist mit eurem Publikum? Ich hole schnell Mami und Papi. Okay, Rosie. Dein Stichwort, um unter den Tisch zu krabbeln, heißt Abracadabra. Abracadabra! Gilbert, du vermasselst mir meinen Trick. Na, wie geht's meinen kleinen Zauberern? Omi hat erzählt, ihr habt einen Zaubertrick eingeübt. Können wir ihn sehen? Caillou wusste nicht so genau, ob der Zaubertrick klappen würde, aber er wollte sein Bestes versuchen. Also gut. Außerdem müssen wir lernen, wie man sich um ein Aquarium kümmert. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Fische jeden Tag gefüttert werden. Ich will das machen! Wir wechseln uns mit dem Füttern ab. Ich ziehe jetzt aus diesem Hut den Namen desjenigen, der heute dran ist. Also heute ist es Caillou! Toll, ich bin heute der Fischfütterer. Wir dürfen sie nicht zu viel füttern. Das hier dürfte reichen. Ja. Caillou gab sehr gut Acht, nichts von dem Fischfutter zu verschütten. Er war sehr stolz, dass er heute die wichtige Aufgabe hatte, die Fische zu füttern. Ui, guckt mal, wie schnell die fressen. Die müssen wirklich hungrig gewesen sein. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt Pinsel und Farben holen und Bilder von unseren neuen Freunden malen? Caillou fand, dass die Fische immer noch hungrig aussahen. Vielleicht brauchten sie mehr Futter.
Caillou stellte sich vor, wie er in dem Aquarium mit all den Fischen schwamm. Hallo, Goldfisch! Kuckuck! Du gibst ihnen zu viel Futter. Aber sie haben immer noch Hunger. Manche Fische, vor allem gierige Goldfische, hören nicht auf zu fressen. Einige sterben von zu viel Futter. Oh nein! Welche Geschichte soll ich euch vorlesen? Haben Sie auch irgendein Buch über das Weltall? Ja, hier ist eins. Dieser große gelbe Kreis ist die Sonne. Und das hier sind Planeten. Dieser Planet hier ist die Erde. Da sind wir! Ja, richtig, Xavier. Die Erde ist der Planet, auf dem wir leben. Und Astronauten in Raumschiffen? Reisen ins All, um sich von dort aus die Planeten anzusehen. Caillou wünschte sich, er könnte auch ins All reisen, um sich die Planeten anzusehen. Hier kommt Astronaut Caillou! Hallo Caillou, komm, setz dich zu uns.